Hallo, dies ist der Triaterra Videoblog. Ich bin Marco Heckel mit unserer Firma Triaterra. Und hier soll es um EM, effektive Mikroorganismen, gehen. So eine Art Sauerkrautsaft, ein ganz starker. Um Terra Preta und um Themen zur Begrünung der Erde. Und auch noch ein bisschen um alles, was mich sonst noch interessiert. Und heute durchaus ein Thema, was stark in Verbindung steht mit effektiven Mikroorganismen, aber auch mit Ernährung und mit Brot, mit Sauerteigbrot. Ein Grund, warum ich hier die Mühle, die haben wir vor einer Weile, vor ein paar Monaten ins Angebot genommen, 99 Euro, die Schnitzer Handgetreidemühle, dafür das Mehl für den ganzen Sauerteigbrot zu machen, ist ein bisschen anstrengend, aber vorm Filmabend geht das auch noch. Nicht vorm Film, beim Filmabend geht das auch noch. Und ich werde heute mal so ein paar Prinzipien von Sauerteigbrot erklären und erklären, warum selbst Bäcker das heute fast immer falsch machen. Es ist eine Katastrophe. Also sie können heute, obwohl wir ja eigentlich aus einer Getreidekultur kommen, aus einer Brotkultur kommen, fehlen uns heute ja, wir haben das Know-how sozusagen verlernt, vergessen, als unwichtig erachtet, wie man tatsächlich mit Getreide umgeht, um daraus ein wertvolles Nahrungsmittel, Lebensmittel zu machen. Weswegen es dann so Sachen gibt, dumm wie Brot oder Weizenwampe und alle möglichen Gesundheitsbücher, die vor Getreide und Weizen und Körnern waren. Und die haben auch alle recht, weil wir es nicht mehr ordentlich behandeln. Wenn wir es richtig machen, dann ist aber Getreide und Weizen und Körner eine ganz wertvolle Nahrung für die meisten Menschen. Es gibt sicherlich immer ein paar, die das nicht so gut verdauen können, weil sie wie die Eskimos einfach auf Fett und Eiweiß laufen. Oder wie die Jäger und Sammler wirklich nur mit relativ wilden Gemüsesorten und Fleisch, also tierischen Produkten klarkommen. Da ist die Frage, wie die eigene Veranlagung da ist. Also da soll man sich jetzt nicht gegen seinen eigenen Körper arbeiten, nur weil das jetzt der neueste Hype im in der Gesundheitsindustrie ist, sozusagen, in der Nahrungsmittelergänzungsindustrie. Nein, aber für alle allermeisten Menschen in Europa, die haben die Anlagen, um Getreide gut zu verdauen. Wir haben die letzten Jahrtausende sehr gut von Getreide gelebt und uns entwickelt und daran angepasst. Und Getreide ist eine ideale Zivilisationsnahrung, vitalstoffreich, energiereich. Man kann praktisch nur von Getreide leben, wenn man es richtig macht, mit gewissen Ergänzungen an tierischen Produkten. Und ein sehr schönes Beispiel dafür sind also bis vor 100 Jahren war eigentlich, naja, fast 150 Jahre jetzt, die Standardernährung in Europa, zum Beispiel in den Schweizer Alpentälern, aber dann auch noch in der Fläche komplett, ne, das ist dann immer mit der fortschreitenden Industrialisierung weniger geworden, war das Roggensauerteigbrot. Roggensauerteigbrot. Und das war jetzt nicht hier irgendwie so ein Larifari-Sauerteigbrot, wie man das heute vielleicht beim Bäcker bekommt. Das heißt Vollkornroggen. Roggen ist ein besonders schwieriges Getreide, um es zu verarbeiten, weil Roggen im Vergleich zu Weizen und Gerste und Dinkel und Hafer, speziell Hafer ist eigentlich eiweißreicher und fettreicher, aber auch schon Weizen und Dinkel und Gerste sind besser verdaulich. Die haben weniger Antinährstoffe. Getreide haben Antinährstoffe in ihrer Schale, in ihrem Keim. Tannine, Phytinsäure, Pektin, ja. Also verschiedenste Antinährstoffe, die erst durch mikrobiologische Bearbeitung, durch Fermentierung, durch Sauerteigprozesse neutralisiert werden müssen. Und das machen die Mikroorganismen mit Milchsäurebakterien sehr, sehr gerne. Das ist, also wenn man dann Sauerteigmund macht, innerhalb von 24 Stunden neutralisieren die diese Antinährstoffe für uns und schließen uns die vorhandenen Nährstoffe im Keim, in der Schale, auch das Weißmehl, die Eiweiße besser auf mit ihrer Arbeit. Und produzieren da nebenbei auch noch jede Menge Antioxidantien und Vitamine.
Also das ist der Prozess, dieser Sauerteigprozess. Und den brauchen wir speziell für Roggen. Weil Roggen ist, ist so eine harte Pflanze, ist deutlich kältetoleranter als Weizen und Gerste und Dinkel. Wächst praktisch ohne Dünger, hat ein viel ausgedehnteres Wurzelsystem, kann viel besser die Nährstoffe aus dem Boden holen, braucht weniger Wasser. Also Roggen, gerade hier in Mecklenburg bei uns, Mecklenburg oder Brandenburg, die Sandböden, das sind Roggenböden. Da kann man guten Weizen eigentlich nicht drauf anbauen, aber da wächst der Roggen und der erntet 2 Tonnen mehr auf dem Hektar. Also typisch wäre vielleicht so eine 5-Tonnen-Ernte, ne? 4-5-Tonnen-Ernte, und der Roggen, der hat einfach 6-7 Tonnen in der Ernte. Also da kommt einfach mehr runter mit weniger Input, weniger Düngemittel, weniger Pflanzenschutzmittel. Und die Pflanze an sich, man sieht das schon, die hat so eine stahlblaue Färbung, die Blätter, also die sieht schon ein bisschen unfreundlicher aus, sie kann sich wehren und die hat auch mehr Giftstoffe drin, mehr Antinährstoffe. Roggensamen, wenn der keimt, dann bildet der erstmal ein paar Antinährstoffe aus. Deswegen kann man Weizengras gut essen, kann man Gerstengras gut essen, aber essen sie kein Roggengras. Davon werden sie, über kurz oder lang sich vergiften. Da sind Antinährstoffe drin, deswegen, damit eben die Tiere, Rehe und so weiter nicht die jungen Pflanzen angreifen, haben die selbst in den jungen Pflanzen Antinährstoffe, anders als zum Beispiel Weizen und Gerste, die praktisch keins haben. Deswegen Weizen- und Gerstengras durchaus eine Variante ist, aber nicht Roggengras. Trotzdem, in unserer Kultur, bis vor wenigen Jahrzehnten, Jahrhunderten, dominant Roggensauerteigbrot. Letztes Video vor einigen Wochen war zu dem Getreidefrischkornbrei und Johann Georg Schnitzer. Und da hatte ich auch ein paar Bücher zu empfohlen. Das ist der Herr Johann Georg Schnitzer, der unter anderem auf die Wichtigkeit von echtem, richtigem Sauerteigbrot hinweist. Und das auch erklärt, warum das so wichtig ist. Und das ist aber auch nicht auf seinem Mist gewachsen, sondern er sitzt da auf den Schultern von zum Beispiel damals in den 50er, 60er Jahren und noch weiter vor 1950, 60 Dr. Professor Werner Kollert, der Getreide und Mensch eine zivilisatorische Betrachtung, aber auch gesundheitliche Betrachtung veröffentlicht hat und propagiert hat, dass Getreide eigentlich eine ideale Ernährung für den Menschen ist, wenn man es richtig behandelt, als Getreidefrischkornbrei oder echtes Sauerteigbrot. Und gerade Roggen eben wirklich nur als Sauerteigbrot verdaulich. Und das war die Nahrung schlechthin für, ich sag mal so, wann haben sie angefangen Roggen zu essen? Das müsste man nochmal genau nachschauen, aber in der Antike noch nicht. Also die Antike hat Roggen noch nicht gekannt, hat kaum Gärbrote, richtig Sauerteigbrote, waren da eher nicht so die, sondern da waren eher Getreide, Frischkornbrei und Fladenbrot. Da war eine starke Fermentierung, war da noch nicht üblich. Aber Roggen kann man ohne starke Fermentierung, ohne Sauerteigprozess, ohne geführten, intensiven, mindestens 24-stündigen Sauerteigprozess nicht verdauen. Also vor 150 Jahren waren 90% des Brotgetreides Roggen. Also praktisch in Europa, komplett durch die Bank. Und wann hat sich das entwickelt? Das habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es müssten so um die 1000 rum gewesen sein. Also vor ungefähr 1000 Jahren, dass der Roggen seinen Siegeszug angetreten hat in Europa. Und den Roggen kann man eben anbauen bis hoch nach Dänemark, nach Norwegen, nach Schweden. Es gibt diese Beispiele für die schwedischen Roggenwaldbauern. Das waren Bauern, gar nicht so lange her, das war dann im 17. Jahrhundert, 16., 17. Jahrhundert, aber da hatten die schon eine ausgebildete Kultur, also waren sie wahrscheinlich ein paar hundert Jahre vorher auch schon. Die haben ein Säckchen, ein kleines Säckchen voll Roggenkörner gehabt, ein paar hundert Stück vielleicht, ein paar tausend vielleicht, und haben typischerweise ein Waldstück gerodet, abgebrannt,
so ein bisschen wie dieser Wanderfeldbau, Brandbau in den Tropen. Aber ne, oben in Schweden, Norwegen, haben dort dann wahrscheinlich noch ein bisschen mit der Hacke punktuell Bodenbearbeitung gemacht und jeweils ein Korn im frühen Herbst, Spätsommer, in den, also man muss schon Spätsommer gewesen, also nicht, also wird schon eher September gewesen sein, August, September, noch nicht, nicht später, weil sonst kann sich das Wurzelsystem nicht mehr entwickeln. Also im August, September schon, also sehr früh für Getreide, haben sie jeweils ein Korn für Korn, ein Roggenkorn gelegt. Und wenn man das eben früh genug macht, im August schon, vielleicht sogar schon im Juli, und man hat einen guten Boden, man hat das ein bisschen vorbereitet, dass der auch gut Mineralien, Nährstoffe bekommt, dann entwickelt sich so eine Roggenpflanze, trotz der Kälte dann im Winter, erstmal natürlich im, im Herbst nochmal, wird das nochmal ein richtig kleiner, fetter Grasbüschel. Desto früher man den gesät hat, desto fetter wird der Grasbüschel, desto stärker werden die Wurzeln. Und dann im nächsten Frühjahr, der bleibt ja praktisch das Ganze, den ganzen Winter über grün, friert ein Stück zurück, aber kommt dann im Frühjahr wieder ganz stark. Hat dann also schon ein perfektes Wurzelsystem ausgebildet, kommt dann aus der Wurzel mit der Kraft, die er im, im vergangenen Sommer und Herbst gesammelt hat, schießt er in die Ähren und die haben, kein Scherz, 20, na Moment, also berichtet sind 2000 Körner pro Pflanze. Das sind pro Pflanze 400 Ähren. Moment, 40 Ähren. Also normalerweise, heutzutage, wenn Sie ein Getreidefeld haben da draußen, dann wird das Getreide so dicht gesät und so spät gesät, eben im Oktober normalerweise, vielleicht sogar November, dass 200 Körner pro Quadratmeter, ne, die Roggenwaldbauern, die haben da vielleicht ein 4 Körner pro Quadratmeter gelegt, oder das mal 10 gewesen sein, aber so in dem Dreh, die heute, also 200 Körner pro Quadratmeter, also da dicht an dicht, Korn an Korn, ein kleines Pflänzchen, eine Ähre dann im Frühjahr und eine Ähre dann irgendwie mit 50 Körnern oder was, das ist eine typische Ernte, also man verfünfzigfacht sein Saatgut, was schon eine gute Leistung ist. Herzlichen Glückwunsch an unsere Landwirtschaft dafür. Das war ja in den vergangenen Jahrhunderten eher eine Verfünffachung bis Verdreifachung nur des Saatguts, was man erreicht hat. Heute also schon durchaus eine Verfünfzigfachung. Aber ein Korn, ein kleines Pflänzchen, eine Ähre. Die Roggenwaldbauern in Norwegen, die haben es geschafft, dass aus einem Korn eine fette Pflanze wurde, die im Frühjahr bis zu 2000 Körner gemacht hat, also die Körnerzahl ver-2000-facht, ich sag mal im Schnitt vielleicht ver-1000-facht, also nicht ver-50-facht, sondern ver-1000-facht und nicht mit einer Ähre, sondern so wie der Roggen eigentlich wachsen möchte, denn der Roggen ist nicht so eine Pflanze, die jetzt wirklich nur eine Ähre macht, wenn sie in der Natur wachsen darf, sondern wenn sie sich normal entwickelt, dann entwickelt die eben in dem Falle, Moment, jetzt muss ich mal hochrechnen, mindestens 20 Ähren bis 40 Ähren. Es gibt sogar Berichte von 96 Ähren pro Pflanze mit jeweils 40, 50 Körnern, also bis zu 4000 Körner aus einer Pflanze. Also das kann man ahnen, warum die nur so ein kleines Säckchen mit Saatgut hatten, weil die es nicht nötig hatten, mehr um die Gegend zu schleppen in ihrem Wanderfeldbau, weil mit dem kleinen Säckchen haben sie tonnenweise Getreide dann nach Hause schleppen können. Roggengetreide im nächsten Sommer. Genau, also das Roggen, aber also bis Norwegen, aber auch in den Schweizer Alpentälern wurde Roggen auch in den ganz hohen Bereichen, wo man sonst nicht mehr viel machen konnte, da wuchs der Roggen noch, wie gesagt, in den nördlichen Bereichen mit wenig Wasser in Polen, in den Brandenburg und Polen, in den Gebieten, wo sehr wenig Wasser fällt, wo nur noch 500 Millimeter Regen im Jahr fällt. Auch dort kommt der Roggen wunderbar klar, viel besser als Weizen und andere Getreide. Das hat einen Grund, warum Roggen sich so enorm ausgebreitet hat in Europa, weil es
höhere Erträge hat, widerstandsfähiger ist, weniger Dünger braucht und unter viel ungünstigen Bedingungen, also auch temperaturtechnisch, wassertechnisch wachsen kann. So, da gibt es dann eben Berichte, speziell zum Beispiel von dem Zahnarzt Dr. Weston Price, der sich das dann mal vor 1930er Jahren noch in abgelegenen Alpentälern angeguckt hat. Dieses klassische, es gibt eine Mühle im Dorf, wir haben unseren Roggen, der wird frisch gemahlen, ganz wichtig, frisch gemahlenes Getreide. Sobald man Getreide gemahlen lagert, oxidieren die Vitamine, wird das ranzig, gehen die Antioxidantien und Vitamine kaputt. Es wurde in Steinmalwerken gemahlen. Auch wichtig, dass die Temperatur dabei nicht so hoch geht, dass die Kohlenhydrate und Eiweiße nicht denaturieren. Also das war das nächste wichtige, ein Steinmalwerk, so wie hier in dieser Mühle, ne, zum Frischmalen und mit Steinmalwerk. Und als nächster Punkt, sofortige frische Verarbeitung. Und zwar als Roggen-Sauerteigbrot. Sprich, erstmal Sauerteig machen und dann hat man meistens alle 14 Tage Brot gebacken. Entsprechend dann Sauerteig abgetan. Heute mache ich mir das in so ein kleines, in so ein Honigglas. Das mache ich so halb bis drittel voll, nicht mehr, weil das blubbert und gärt ja noch ganz stark. Also wenn ich einen Sauerteig, bevor ich den Sauerteig zu Brot backe, nehme ich mir ein bisschen Sauerteig ab, mache das in Honigglas, stelle das in den Kühlschrank für den nächsten Sauerteigansatz. Das haben die damals also auch gemacht. Die hatten Sauerteig noch übrig von dem alten Ansatz, von dem vor 14 Tagen, haben den wieder reingemacht in den neuen Sauerteig, haben den mindestens 24 Stunden stehen lassen. Es gibt dann auch noch so Prozesse, erst einen Vorteig machen, nochmal kneten, den Vorteig vielleicht ein bisschen feuchter, dann nochmal kneten mit Mehl, nochmal den Teig herstellen und so weiter, dann erst backen. Aber ganz typisch war eigentlich auch, dass man den Brot in Formen gemacht hat, in Weidenkörben oder so, dass man Brotform hatte, sodass der Teig nicht unbedingt selber die Brotform halten musste, also relativ trocken war. Da musste man also einen relativ festen Teig haben, damit er als Brotform, als gekneteter Teig dann natürlich in der Brotform liegen bleibt, sondern wenn man Brotkörbe hat oder eben heute eine Backform hat, dann kann man auch einen sehr feuchten Teig nehmen. Und da geht schon los. Ich habe mich letztens hier mit einem Freund unterhalten, der mir berichtet hat von der Bäckerei, eine Bio-Bäckerei, die Sauerteigbrot auch herstellt in Schwerin. Und die zum Beispiel Probleme damit haben, sie machen wunderschönes Sauerteigbrot. Was heißt wunderschön? Sie machen offiziell Sauerteigbrot. Das Problem ist, das fängt nach 3-4 Tagen an zu schimmeln. Da stimmt was nicht. Sauerteigbrot schimmelt nicht. Schimmelt auch nach 2 Wochen nicht. Auch wenn sie es in der Tüte haben, auch wenn sie es feucht liegen haben. Es fängt nicht an zu schimmeln. Hier, das ist von mir gebackenes Sauerteigbrot. Ich erkläre ganz genau, wie ich das gemacht habe. Ganz wesentlich auch EM dabei, dass ich eine ganz starke milchsaure Mikrobiologie bekomme. Und dann hat ihm der Bäcker da von der Schweriner Biobäckerei da erzählt, dass das Brot nicht schimmelt, wenn man die Feuchtigkeit richtig einstellt. Also wieder nur den physikalischen Prozess betrachtet. Ich muss genau so viel Wasser reinmachen und das ein bisschen so lange liegen lassen, dass das Mehl die Feuchtigkeit aufnehmen kann. Aber ansonsten das Brot relativ trocken ist. Dann entwickeln sich keine Pilze, keine Schimmelpilze. Ja, man kann auch physikalisch, chemisch Pilze unterdrücken. Aber trotzdem hat man eigentlich, sobald Feuchtigkeit kommt, ein Milieu, das Pilze fördert. Also das, wenn man ein Brot herstellt, was eigentlich sofort verschimmeln möchte, sobald es die Chance dazu kriegt, das ist kein Sauerteigbrot. Das ist nicht ein Qualitätsmerkmal. Und das physikalisch-chemisch zu unterdrücken, ist so, wie man es heute macht, weil man die Biologie nicht mehr versteht, ist aber Blödsinn.
wenn Sie ein Sauerteigbrot machen und das ist feucht, so wie es hier. Ich habe es tatsächlich in der Tüte, damit es mir nicht austrocknet. Ich mache 3 so eine Brote auf einmal. Das ist, ja, was ist ein 2 Kilo Brot? 1,5 mindestens. Oh, es wird schon 2 Kilo haben. Das ist ein 2 Kilo Brot. Davon mache ich 3 Stück auf einmal. Ich packe die in die Tüte, damit sie mir nicht austrocknen. In den Kühlschrank oder auch, wenn der Kühlschrank voll ist, auch nicht. Und das Ding ist feucht, das ist nass regelrecht, das und das, da könnt ihr vergessen, da schimmelt nichts. Und da schimmelt nichts, weil wenn ich eine intensive milchsaure Fermentation hinkriege, das Brot sauer wird, ist es Sauerteig. Es ist nicht ein mild gesäuerter Teig, nein, das ist sauer. Das Zeug fetzt auf der Zunge. Dann wird sich dort kein Schimmel entwickeln. Dann werden sich Pilze da nicht wohlfühlen, weil ihnen der pH-Wert nicht stimmt, weil so eine Dominanz von Milchsäurebakterien ist, dass die und positiven Hefen ist, dass die, der Schimmel da keine Chance hat. Also wann immer ein Brot schnell schimmelt, könnte schon davon ausgehen, das ist mikrobiologisch nicht beherrscht worden. Man hat es vielleicht physikalisch versucht, indem man es trocken genug gemacht hat oder das Mehl soll die Feuchtigkeit aufnehmen. Blödsinn. Mikrobiologisch unterdrücken Sie den Schimmel, dann funktioniert es. Und wie macht man jetzt Sauerteigbrot? Also nach einem meiner Rezeptur, sag ich mal. Der entscheidende Punkt ist, vergessen Sie die Hektik. Auch moderne Bäckereien, auch diese Schweriner Bäckerei und prinzipiell Industriebäckereien, ja, wenn Sie da es schaffen, ein Brot in 6 Stunden herzustellen, anstatt in 8 Stunden, dann haben Sie die Kosten schon mal um 5% reduziert. Angeblich, das stimmt ja gar nicht so genau. Aber das ist so eine Größe, auf die optimiert wird. Wenn wir hier das Brot in 6 Stunden herstellen können, anstatt 8 Stunden, dann haben wir 20% höhere Produktionsleistung, ohne mehr Geld ausgegeben zu haben. Ja, habt ihr. Aber Mikroorganismen kann man nicht hetzen. Mikroorganismen brauchen ihre Zeit und bei Sauerteig ist das ein Minimum von 24 Stunden. Und ich sage gleich vorweg, meine Brote sind 36 bis 48 Stunden Sauerteigbrot. Ich gebe denen noch einen Tag Zeit, noch eine Nacht mehr Zeit, weil es bei Mikroorganismen gibt es diese exponentielle Funktion. Ne? Die verdoppeln sich, wenn es ihnen richtig gut geht, den Milchsäurebakterien, dann verdoppeln die sich alle 20 Minuten. Dann haben sie in 20 Minuten, fangen sie mit, ne? Wenn ich da einen Schluck EM reinmache oder Sauerteig in mein Brot, nach 20 Minuten, wenn es perfekt läuft, habe ich die doppelte Menge. Nach 40 Minuten die vierfache Menge. Nach 60 Minuten, einer Stunde, habe ich die achtfache Menge an Mikroorganismen drin. Nach 2 Stunden habe ich dieses, Moment, 8 mal 8, 64. Nach 2 Stunden, 8 mal 8, die 64-fache Menge an Mikroorganismen drin. Nach 10 Stunden habe ich die tausendfache Menge an, Moment, nach 10 Stunden, nein, nach 200 Minuten, nach 3,5 Stunden, habe ich die tausendfache Menge an Mikroorganismen drin. Also denen einfach ein bisschen mehr Zeit zu geben, um ihre Vermehrungsstufe voll durchzufahren und wenn es am Anfang mal hapert, dann haben sie einfach ein bisschen mehr Zeit geben. 24 Stunden ist das absolute Minimum. Ich würde eher sagen, machen Sie 36 Stunden, machen Sie 48 Stunden. Geben den Mikroorganismen genug Zeit, damit die auch intensiv arbeiten können. Weil es ist gerade Roggen, Körner aufzuspalten, die Antinährstoffe in Roggen, die sehr zahlreich sind, durch Fermentation abzubauen. Das ist eine Aufgabe, da muss man den Mikroorganismen ein bisschen für Zeit geben. Genau, also selbst als Sauerteigbrote beworbene und im Prinzip alles richtig gemachte Biobäckereien verstehen es heute oftmals nicht mehr, ordentliche Sauerteigbrote herzustellen, selbst wenn sie es draufschreiben. Sondern kriegen diesen Sauerteigprozess nicht hin. Und ich sage gleich, wie man es relativ einfach machen kann. Auch für solche Industriebäckereien. Aber Sie können davon ausgehen, jedes Weißmehlbrot, jedes Toastbrot, jedes Vollkornbrot, was Sie sonst essen, Vollkornbrötchen, ist im Grunde unverdaulicher Scheiß und macht tatsächlich dick und dumm. Macht ihn die Weizenwampe, weil die Antinährstoffe nicht weg sind, nicht abgebaut wurden, weil die Vitalstoffe kaputt gemacht wurden durch die falsche Vermahlung und zu lange Lagerung des Mehls und weil die
überhaupt kein, nur mit Backtriebmittel aufgeblasen ist, mit Backpulver verschiedenster Sorten und nicht mit einem mikrobiologischen Prozess da wieder eine gewisse Lebendigkeit wieder hier reingebracht wird. Selbst, das erzählt hier der Werner Kollert in einem in seinem Buch Getreide und Mensch, wo er auch ja, aus den 60er Jahren und 50er Jahren wissenschaftliche Arbeiten zitiert und dort genau sagt, dass es durchaus nicht so ist, dass Weißmehlprodukte, wenn die einmal als weißes Mehl gemahlen sind und gelagert wurden, selbst das, da kann man auch noch eine Lebendigkeit und einen Wert reinkriegen, wenn man dann wieder ein echtes Hefebrot draus macht und den auch mal ein paar Stunden Zeit lässt, der Hefe da mal wieder eine gewisse Vitalität zu produzieren, Vitamine zu produzieren, Vitamin B-Vitamine vor allen Dingen, die Hefen produzieren. Und die Eiweiße wieder zu renaturieren, diese denaturierten, durch die Vermahlung denaturierten Eiweiße wieder in Gang zu bringen. Ich zitiere mal kurz. Andererseits aber kann man auch zeigen, dass Weißmehlprodukte, die mit Hefe gebacken sind, durchaus nicht so wertlos sind, wie sie ihrer chemischen Zusammensetzung nach sein müssten. Vielmehr liegen die Dinge so, dass man Gebäcke, die aus Feinmehl mit Backpulver hergestellt werden, das wäre also das Letzte sozusagen, kaputtes Mehl und dann einfach Backpulver und Triebmittel und Brot, fertig, in Tierversuchen mit dem Ergebnis prüft, dass die so ernährten Ratten unter Atrophien leiden und unter Gewichtsabfall sterben. Dasselbe Material, weißes Mehl, aber mit Hefe gebacken, führt zu einem sehr guten Gewichtsanstieg der Ratten, also junge Ratten, die dann entsprechend wachsen können, und zu einer langen Lebensdauer. Also selbst ein Weißmehl mit EM und Hefe gebacken, bringt wieder Vitalität rein und wird wieder zu einem Nahrungsmittel und nicht nur zu einem Lebensmittel und nicht nur zu einem Nahrungsmittel. So, wie jetzt Sauerteigbrot? Mein Vater hat mich wieder drauf gebracht. Ich habe es vor 20 Jahren schon ab und zu Brot gebacken, habe es dann, ne, man hat ja genug zu tun, wieder aufgegeben. Aber mein Vater und mein Bruder haben das über lange Jahre, Jahrzehnte inzwischen selber gemacht und mich jetzt wieder inspiriert und mir auch mal wieder ein Rezept in die Hand gedrückt. Ja, das Rezept von meinem Vater, relativ kompliziert. Also da waren gemahlene und geschrotes Getreide, okay. Dann jede Menge Körner, okay, mache ich auch rein, macht Spaß, ein bisschen was mit Körnern dabei zu haben. Sonnenblumenkerne, Hirse und so weiter. Und dann aber eben macht er diesen Prozess 8 Stunden Vorteig, den nochmal kneten, den dann und so weiter. Also da ist mir allzu kompliziert. Ich mache eine große Schüssel, die größte Schüssel in meinem Haushalt. Mache da, ich rechne jetzt mal um auf 1 Kilo. Mach da 1 Kilo frisch gemahlenes Körnergetreide rein. Kann man auch zur Hälfte schroten, zur Hälfte mahlen, dass man ein bisschen mehr Biss hat. Mach dort, da kommen dann rein 1,5 Kilogramm. 1,5 Kilogramm Körnergetreide gemahlen, geschrotet. Dann kann man noch ein paar Körner mit reinmachen, ein paar Tassen. Dann 1 Liter Wasser. Das Rezept schreibe ich unten nochmal in die Beschreibung. Und ich mache, also mit der Flüssigkeit zusammen, ich mache, wenn ich keinen Sauerteig habe und ich vergesse oft genug, den Sauerteig abzunehmen, beziehungsweise wenn ich das erste Mal gestartet bin, habe ich natürlich auch noch keinen Sauerteig. Ich mache rein dunkles EM, Triaterra Aktiv. Das mache ich rein, das sollten... Müssen Sie nicht reinmachen, das ist kein Lebensmittel, das verkaufen wir als Bodenhilfsstoff. Das, was wir empfehlen dazu, wäre Vitabiosa. Genau das gleiche mit Kräutern fermentierte Melasse und mit diesen effektiven Mikroorganismen. Davon also, ja, bin ich großzügig, 20, 30 Milliliter, ist gar nicht so viel, ne? Aber 20, 30, 50 Milliliter mit rein. Und
Das bringt ganz viel, ganz viel Milchsäurebakterien mit, hat auch ein bisschen Hefe, aber zu wenig Hefe, um tatsächlich ein halbwegs aufgegangenes Brot zu produzieren. Deswegen mache ich nicht nur EM rein, ein, zwei Schnapsgläser, sondern auch noch einen Hefewürfel. Und dann, wenn ich jetzt von 1,5 Kilo Mehl und 1 Liter Wasser ausgehe, dann typischerweise mache ich einen halben Hefewürfel rein. Meine Riesenschüssel, da mache ich 3 Kilo Mehl und 2-3 Liter Wasser und Körner und so weiter rein. Da mache ich dann ganzen Hefewürfel rein. Also ein frischer Hefewürfel, frischer Hefe, mische ich mit dem Wasser, löse den richtig auf, dass der richtig aufgelöst ist, nicht nur hier irgendwie noch irgendwo Stücken rumleien, komplett auflösen, das dauert ein paar Minuten, kann man auch einfach mal ein paar Minuten drin liegen lassen, dass der, aber wenn man genug rührt und drückt und mixt, dann löst der Hefewürfel sich schön auf. Das ist wieder wichtig für Mikroorganismen, man muss die Mikroorganismen verteilen, dass er ist ja schon flüssig, verteilt sich gut mit dem Wasser. Ich mache da Fettsalz rein, von unserem EM-Salz natürlich, gehäuften Esslöffel, weil das ist so locker und leicht. Also normalerweise würde man so einen normalen Esslöffel Salz dann pro Brot reinmachen. Aber nehmen Sie nicht irgendein Salz, nehmen Sie ein unraffiniertes Meersalz, Steinsalz, Himalaya-Salz, wie sie alle heißen, oder eben das EM-Salz. Dann Zucker. Ich mache ein bisschen Zucker rein, nicht in das Brot, nicht in den Teig, sondern in das Wasser gleich gemischt. Ein Esslöffel oder wenn ich ganz viel mache, zwei, mein Riesenbrotteig, dann zwei Esslöffel Zucker rein. Mit der Hefe, das ist quasi der Schnellstarter für die Hefe, die kann direkt an den Zucker gehen und auch die EMs, die effektiven Mikroorganismen, gehen erstmal direkt auf den Zucker und haben was ganz Schnelles zum Vermehren, können sie ganz schnell in Gang kommen. Also als Hefestarter, als EM-Starter sozusagen, mit ein bisschen Zucker mit rein, dass sie da eine richtige Aktivität reinkriegen. Und dann alles zusammen. Ein Fett dabei. Ich habe ich musste meine Kasserolle nehmen bei mir. Ich habe eine riesen Kasserolle, wo dann die riesen Weihnachtsgans reinpasst. Das war mein größter Topf, den ich gefunden habe. Da mache ich die 3 Kilo Getreide rein, die ganzen Körner und das Wasser. Und das Wasser schon angerührt mit dem Salz und der Zucker und der Hefe und dem EM. Und mischt das alles durch, einfach aber nicht hier großartig kneten oder was, da kommt ein Brei bei raus. Das ist relativ flüssig, was ich da mache. Oder gucke ich auch, dass es so, dass das nicht knapp ist mit der Feuchtigkeit, sondern es ist relativ, nicht so ein ganz flüssiger Brei, ne, sondern es ist schon sowas, was so langsam vom Löffel reißt und aber stark klebt und so, das können Sie nicht kneten. Das ist ein klebriger, ganz, ganz klebriger, nasser Teig sozusagen. Den mische ich da an und den muss ich dann auch nur mal kurz eine Minute, dass das alles durchmischt ist in diesem riesen Topf und dann ist gut. Ne? Dann Deckel drauf, an einen warmen Platz stellen und da lasse ich dann typischerweise tatsächlich 2 Tage stehen. Also mindestens 36 Stunden bis 48 Stunden, so normal, lasse ich das stehen. Ich habe es am Anfang mit 24 Stunden gemacht, da habe ich gedacht, Mensch, packst du noch einen Tag rauf. Gib dem Mikroorganismus ein bisschen Zeit, dass er das tatsächlich aufwerten können, dass sie sich vermehren können, dass sie richtig sauer machen, dass sie richtig Vitamine, Antioxidantien produzieren können. Einfach mal ein bisschen mehr Zeit geben. Genau, also ich mache keine 24 Stunden Sauerteigbrote, ich mache 36 bis 48 Stunden Sauerteigbrote. Aber ich kümmere mich nicht um den Sauerteig. Ich rühre den einmal an, stelle den in die Ecke und das kann auch jede Industriebäckerei machen. Einmal anrühren und in großen Bottichen irgendwo in die Ecke stellen und da 2 Tage stehen lassen, das kriegt auch jede Industriebäckerei hin. Das ist kein größerer Kostenfaktor, das ist nur ein bisschen mehr Planung. Den Kubikmeter Platz finden Sie noch, wo Sie den Teig hinstellen können. Manchmal rühre ich den noch nach einem Tag um, dass ich das nochmal ein bisschen vermische, dass die Mikroorganismen nochmal aktiv werden. Aber wenn ich es vergesse, ist auch nicht so schlimm. So, die habe ich ja schon am Anfang gut verteilt und das funktioniert ja schon. Genau, und nach 2 Tagen, dieser schwere, ja, klebrige, nasse Teig, habe ich dann meine Brotbackform. Ja, man sieht hier die Backform, kann man ja erkennen. Ich packe mal mein Brot aus, dass eine Idee von kommt. Das ist also schon, ja, 2 Wochen alt jetzt, das Brot. Das würde ich dann so aus, das liegt dann im Kühlschrank nochmal. Und so packe ich das dann aber in die, Brotkasten rein.
Und ja, da trocknet das ein bisschen an oder auch nicht. Und manchmal lässt es auch noch in der Tüte drin. Also da wird es dann warm und feucht tendenziell oder trocknet dann eben langsam aus. Und das dann wird dann gegessen. Das dauert eine Woche bei uns, bis das weg ist, ne? Das ist so ein schweres, massives Teil. Das dauert viele Tage, bis das komplett aufgegessen ist. Aber auch die Schweizer Alpentäler haben früher ihr Roggensauerteigbrot nur alle 14 Tage gebacken. Wenn überhaupt, vielleicht nur alle 4 Wochen mitunter, wenn es nicht so schnell alle wurde. In den großen Lehmbackhöfen und so weiter. Und die werden nicht schlecht. Und sie werden nicht deswegen schlecht, weil sie physikalisch in der richtigen Feuchtigkeit gehalten werden. Nein, sie werden nicht schlecht, weil sie so eine massive, gute Mikrobiologie hier drin hatten. So eine Konzentration von Milchsäure und guten Vitaminen, Antioxidantien, dass die Pilze sich darauf nicht wohlfühlen und nicht kommen, auch wenn es feucht ist. Hier für unsere Industriebäcker auch. Genau, Sauerteigbrot. So, und dann in die Form, in die Backform rein. Damit das dann noch ein bisschen geht, mische ich dann, bevor ich das in die Form mache, mische ich den Teig nochmal durch und mache nochmal ein, zwei Esslöffel Zucker mit rein. Wiederum, um die Mikroorganismen nochmal anzuregen, hallo, wacht nochmal auf, hier habt ihr nochmal neue frische Nahrung, macht mir jetzt nochmal ein bisschen Luft, produziert mir nochmal ein bisschen, dass mein Brot auch nicht ganz super schwer wird, und sondern dass da ein bisschen Triebmittel dabei ist. Die Mikroorganismen nehmen ja den Zucker, die Hefen vor allen Dingen nehmen den Zucker, produzieren daraus CO2 und Milchsäure, Essigsäure, ein bisschen Alkohol. Also blasen dabei das Brot ein bisschen auf, dass das Brot ein bisschen aufgeht. Gib den also noch mal ein bisschen Antrieb mit ein bisschen Zucker nach den 2 Tagen. Mach das, misch das durch. Einmal nur, nicht großartig kneten oder was. Einmal durchgerührt in die Brotform, so dass die ja halb voll sind im Prinzip, volumenmäßig halb voll sind. Und dann lasse ich das noch mal, je nachdem, 1, 2 Stunden warm stehen, können auch 3 Stunden sein. Dass ich das nochmal stehen lasse, dass der nochmal gehen kann. Sieht man auch, der kommt ein Stück hoch. Jawohl, ist in Ordnung. Auch das muss man nicht hetzen. Auch da in den Brotbackformen ruhig nochmal 2, 3 Stunden Zeit geben, dass er tatsächlich hochkommen kann und der Zucker da verarbeitet werden kann und der Backtriebeffekt, dann, dass man ein halbwegs leichtes Brot bekommt. Und dann komplett in der Backform in den Ofen. Und dann dadurch, dass die Brote so feucht sind, muss da schon einiges an Feuchtigkeit auch rausgedampft werden beim Backprozess. Und deswegen backe ich nicht 1 Stunde, wie es meist normal ist, sondern 2 Stunden. Also 2 Stunden, 175 Grad Umluft. Ich hau meinen Backofen komplett voll. Da sind 3 oder 4 Backformen habe ich drin, 2 sehr große und 2 kleinere. Aber ich würde sogar noch ein bisschen mehr reinkriegen, wenn ich aber größere Schüssel und mehr Backformen habe ich nicht. Und dementsprechend, also diese dann gegangene Backform mit dem gegangenen Teig da drin, die rein, 2 Stunden backen, ausstellen, lasse ich noch ein bisschen nachheizen im Ofen und dann nehme ich es raus, lasse es aus der Backform, lasse es über Nacht offen liegen, dass es dann weiter ausdampft, und dann mache ich die, werden die direkt gegessen in der nächsten Woche oder dann eben entsprechend das. Habe ich ja hier mindestens für 2, 3 Wochen genug, dann mache ich die in den Kühlschrank in der Tüte oder so einfach in die Tüte im kühlen Ort, und dann halten sie sich und werden nicht schlecht. Also, das ein Hinweis dafür, das ist ein tatsächlich echtes Sauerteigbrot mit einer echten Aktivität von Milchsäurebakterien, Hefen. Und die Schwierigkeit ist es ja oftmals, wenn man so einen Sauerteig selber führt, selber vermehrt, immer den alten Sauerteig wieder nimmt, die Qualität der Mikroorganismen da hochzuhalten, dass da tatsächlich eine aktive Milchsäurebakterien, Hefen, Mikrobiologie in ausreichender Menge da ist. Und deswegen, so macht das mein Vater und mein Bruder auch, und die haben da jahrelang Erfahrung. Ich habe das nur theoretisch durchdacht und jetzt ein halbes Dutzend Mal jetzt erfolgreich gemacht und das Food-Rezept gleich ein bisschen vereinfacht und abgewandelt. Deswegen immer ein bisschen mehr mit rein. Also durchaus diese ein, zwei Schnapsgläser aufs Brot. Sorgen dafür, dass man immer eine sehr aktive, starke Mikrobiologie hat, die tatsächlich in der Lage ist, die Antinährstoffe abzubauen, die richtig Milchsäure produziert, dass die da ist. Also selbst wenn man einen normalen Sauerteig, eigenen Sauerteig nimmt, ruhig zur Sicherheit noch mal ein bisschen
EM dazu, dass das auch stabil bleibt. Wenn man es dann einmal nicht hat, ist auch okay. Aber dass man das ab und zu nochmal reinführt, dass der Sauerteig, den man da selber führt, dass der in einem nicht, sag ich mal, dass der nicht, sich nicht abschwächt, sich nicht in der Qualität vermindert, was passieren kann, wenn man das, wenn man da nicht ein sehr, sehr gutes Händchen für hat, dann schwankt eben die Sauerteigqualität oft. Das kriegt man wunderbar hin, sowohl bei sich selber in der Küche wie auch in den Großbäckereien, wenn man da einfach immer wieder ein bisschen EM mit reinmacht in die Brote. Genau, und dann haben sie tatsächlich ein sehr vitaminreiches, vitalstoffreiches, mit natürlichen Eiweißen, verdaubaren Eiweißen Brot, frisch gemahlen. Und das ist ein Grundnahrungsmittel. Und davon haben unsere Vorfahren über ungefähr ein gutes Jahrtausend eben von diesem fermentierten Brot gelebt, von diesem Sauerteigbrot aus Roggen. Und der Dr. Weston Price, der Zahnarzt, der sich die Schweizer Alpentäler da angeguckt hat, er ist dahin gefahren, weil die so berühmt waren, die Schweizer aus den abgelegenen Alpentälern, für ihre guten Knochenbau und ihre großgewachsenen, gute Zähne und starken Knochenbau. Ein Grund, warum dann eben die Schweizer Garde, warum der Papst über Jahrhunderte eine Schweizer Garde hatte, weil die eben in diesen Bergen mit diesem Roggensauerteigbrot und dann typischerweise eben typische Mahlzeit war dann offensichtlich Roggensauerteigbrot und ein fettes Stück Käse oder Butter. Und das wurde mehr oder weniger hier abgebissen und hier abgebissen. Also fetter Käse oder Butter eben, um Milchprodukte lange haltbar zu machen, eben die Möglichkeit, das zu Käse zu machen bzw. zu Butter zu machen. Und diese Kombination Roggensauerteigbrot und dann eben sehr hochwertige Milchprodukte, fettreiche Milchprodukte, das ist offensichtlich etwas, was richtig Kraft, Knochen und Gesundheit aufbaut. Und das Spannende für diesen Zahnarzt, für den Dr. Weston Price war, die kannten keine Zahnbürsten, keiner von denen hat sich je die Zähne geputzt. Die Kinder hatten einen grünen Schleim auf den Zähnen, die hat die Kinder alle untersucht und geguckt, was haben die, wie viel Karies haben die. Praktisch keinerlei Karies-Inzidenz, außer bei denen, die schon mal außerhalb des Tales waren, die zum Wehrdienst oder sonst was, zum Handel öfter mal außerhalb des abgelegenen Schweizer Alpentals damals in den 1930er Jahren waren, wo man über viele Stunden über die Berge laufen musste, um in die Zivilisation zu kommen sozusagen, was man also im Normalfall nicht gemacht hat. Nur die hatten vereinzelt Kariesprobleme, die tatsächlichen Einheimischen, die praktisch nie außerhalb des Tals waren, super Knochenbau, Schnur, wunderschönes, halbrundes, gerades Gebiss und komplett kariesfreie Zähne, obwohl sie sich nie die Zähne geputzt haben und einen grünen Schleim auf den Zähnen hatten. Er sagt, der grüne Schleim war ganz schön eklig, aber die Zähne waren wunderschön. Ja, meine Familie, meine Tochter und meine Frau kriege ich nicht immer dazu, mein doch sehr intensiv schmeckendes Vollkorn-Roggensauerteigbrot, wobei es nicht nur Roggen ist, Weizen-Roggensauerteigbrot zu essen, für die muss ich dann ab und zu mal in einem Brotbackautomaten ein Hefebrot, ein weiß Hefebrot machen. Und wie ich hier gerade zitiert habe, auch das kann man mit EM und Hefe sehr gut aufwerten. Und da müssen Sie aber durchaus rechnen, mindestens 2 Stunden Gehzeit sollten Sie dem Weißbrot einräumen. Also typisches Rezept habe ich jetzt immer in meinem Brotbackautomaten, 700 Gramm Weißmehl. Ich darf keine Körner mehr reinmachen für meine Tochter, die Körner will sie nicht. 700 Gramm Weißmehl, einen halben Hefewürfel aufgelöst in Buttermilch oder Milch, mit Salz, mit EM. Ich mache wieder 1-2 Schnapsgläser EM rein. Ich mache Salz rein, ich mache ein bisschen Zucker rein, damit er wieder ganz aktiv wird. Und das mische ich dann, lasse das für mindestens 2 Stunden. Letztens habe ich es auch über Nacht stehen lassen und erst am Morgen gebacken.
oder eben dem normalen Programm mindestens 2,5 Stunden gehen lassen. Und das geht. Das ist also, ich weiß, explodiert. Das will bei mir immer über die Backform kriechen. Das macht also ein maximal mögliches Brot, das schon oben anstößt bei meinem Brotbackautomaten. Weil die Hefe so aktiv ist. Am Anfang ist das so ein kleines Stück Teig hier unten. Aber die Hefe mit dem Weißmehl und dem Zucker und dem EM explodiert und wird ja noch mehrfach geknetet, aber das stößt dann mehrfach wirklich oben an und macht also einen ganz starken biologische Aktivität und renaturiert sozusagen die Eiweiße hier drin wieder, die im Mahlprozess und im Lagerungsprozess definitiv kaputt gegangen sind, produziert B-Vitamine, produziert andere Vitamine und Antioxidantien und macht dann selbst so ein Weißbrot wieder halbwegs verdaulich. Also wenn man jetzt nicht dazu kriegt, dass er vielleicht nur dieses Roggensauerteigbrot isst, dann zumindest ab und zu mal ein tatsächlich lebendiges Hefeweißbrot. Das ist durchaus noch vertretbar, wenn das jetzt nicht wenn man jetzt nicht ausschließlich davon lebt, sondern ab und zu auch nochmal mineralstoffreiche Nahrung isst. Also auch das um viele, viele Längen besser als ein klassisches Bäckerbrot, Brötchen oder typische, einfach mit Backtriebmitteln aufgeblasenes Toastbrot. Da ist tatsächlich noch wieder ein bisschen Lebendigkeit, ein bisschen Leben drin. Und es gibt nichts Schöneres als ein frisch gebackenes, mit noch dampfender Kruste aus dem Backofen oder Brotbackautomaten kommendes heißes Brot. Da sind dann, stehen da plötzlich alle in der Küche und wollen erstmal ein paar Scheiben haben und wollen mit Butter und Brot ihr kleines Picknick machen. Also, das ist meine Empfehlung. Roggensauerteigbrot oder Vollkornsauerteigbrot mit EM und eigenem Sauerteig oder mit EM und Hefe als eine sofortige Sauerteigvariante, die auch tatsächlich Fermentation leisten kann. Eventuell, ja, das mit der unserer Handgetreidemühle zu machen, ist eine Sache, für die man sich dann mal einen Abend auf die Couch setzen kann. Kann man auch tun. Aber durchaus verständlich, wenn sie das, so wie ich, sich dann auch noch eine elektrische Mühle anschaffen, die es bei mir nicht gibt. Wir haben nur die Handgetreidemühle. Und dann ihre paar Kilo Brot alle paar Wochen selber mahlen, selber backen. Und wenn man das wirklich so alle paar Wochen macht, ist das auch so wenig Arbeit, dass es durchaus vertretbar ist. Also das kann man integrieren in seinen Tagesablauf und Wochenablauf. Getreide. Getreide und Mensch, die Grundlage der Zivilisation. Noch einfacher und noch sicherer zu managen, auch mit EM im Sauerteich. Guten Appetit, herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal.